Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu Sheltered. Finnes Geschichte, obwohl er hier immer noch hockt, aber hier hoffentlich nicht mehr. Nein, es ist großartig. Ja, wir haben ihn begraben. Ehrenvoll, mit Musik. Und haben ja auch schon, ja, Nachwuchsersatz, der sich natürlich erst noch beweisen muss, Kollege Steven. Der mal hier erstmal sich noch ein bisschen Charisma und Intelligenz anlesen soll, bevor wir ihn irgendwo hinschicken. Kleines Haus, Fremde ansprechen. Ja, eigentlich sind wir ja gut ausgerüstet, ne, mit unseren Expeditionstrupps. Eigentlich sollte das, passen, aber gegen drei habe ich Angst. Aber wir können handeln, Vorräte vergleichen. Ja, und das ist immer dasselbe. Ich würde mir deine Vorräte mal anschauen und dann passiert nichts als heiße Luft. Aber wir haben Nylon und auch ein paar andere schöne Sachen. Nahrungsmittel können wir ein Stack nehmen und Brennstoff sowieso. Jo. So, der geht lesen. Sie, die Virginia, die wird weiter trainieren. Oh, die hat noch ein bisschen Trauma. Ach, das kann sie sich jetzt mal abtrainieren. Guckt mal, das geht sogar ohne Valium. Toll. Und die Melissa wird das Ding mal reparieren und anschließend trainieren. Immer schön hier rangehen. Blumenhändler. Naja. Wir gucken es uns mal an. Und Sarah wird auch noch trainieren, bitte. Dann, wie sieht's aus? Insgesamt eigentlich ganz ordentlich hier. Doch, da liegen ein paar Sachen rum. Also es könnte auch mal wieder geputzt werden. Wir hätten nie gedacht, dass Finn schon so bald von uns gehen würde. Es schien die beste Idee zu sein, ihn zu begraben. Ich hoffe nur, dass die wilden Tiere ihn in Ruhe lassen. Der Tod ist hoffentlich eine Erlösung. Ich denke, für uns auf jeden Fall. Dieses Gehocke da immer und immer nicht zu wissen, wird's nochmal was oder wird's nichts. Ich würde ihn ja noch ein bisschen lesen lassen, aber er kann auch mal ein bisschen putzen. Neue Leute müssen putzen, das ist so eine alte Tradition hier bei uns im Bunker. Mitwirken. Ich meine, wenn wir die kleinen Kinder zu richtigen Kampf- und Charisma-Maschinen gemacht haben, dann könnten wir mit denen auch mal losziehen, oder? Zumindest mit einem immer. Ich habe hier draußen in letzter Zeit nicht viele Leute getroffen. Ja gut, komisch eigentlich. Es ist so schön. Ich glaube, das ist einfach ironisch gemeint. Würde ich jetzt mal so behaupten wollen. So, was geben wir ihr denn dafür mal vor lauter Schreck? Nahrungsmittel zum Beispiel. Zack. Kann sie uns aber noch die Farbe nehmen, geben. Und das auch. Ja, ich weiß, wir brauchen es nicht, aber einfach damit das, genau. Du hast mich fast völlig ausgenommen, Kumpel. Genau deswegen haben wir es gemacht. Ja, die kommt schon klar, keine Bange. Was will die denn mit Farbe? Essen? Trinken? So, der gute Steven putzt. Und hier wird weiter trainiert. Ans Funkgerät gegangen. Ja, da ist drauf Verlass, ne? Dass man beim Blumenhändler Samen findet und auch beim Schrottplatz eigentlich Autoteile, aber halt nicht die passenden. Entweder wir haben echt Pech, ja. Ich denke, das geht ja wirklich nur ach komm, wir nehmen alles mit. Das geht ja wirklich nur nach Zufall, oder? Der guckt doch nicht. Der Lumi hat hier schon schön Verteiler im Bunker, im Lager drin, also platzieren wir ihm noch ein paar Verteiler hin. Weil er die nicht braucht. Wird ja so nicht laufen, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. So, ist der fertig mit Putzen hier, oder? Putzt der noch? Nee, der ist noch weg, der Wischmob. Also ist er wahrscheinlich noch am Putzen. Und da oben die Solarmodule schon wieder. Polizeidienststelle, das war ja Ziel unserer Expedition. Da wollten wir hin. Da müssen wir mal reparieren. Wie sieht's bei ihr aus? Ja, die Melissa nimmt sich mal einen Anzug und wird mal ein bisschen reparieren. 0,1 geht noch vom Verbrauch. Aha.
Also, wir lassen mal das da und nehmen das Gummi mit und Rohr nehmen wir auch mit. Heißt das überhaupt Rohr? Ich rede immer von Rohr. Ja, es heißt Rohr. Bin ich ja beruhigt. Weiter geht's. Jo. Gut, die zieht sich einen Schutzanzug an, wird da ein bisschen reparieren. Er geht duschen. Das finde ich auch gut. Ist er fertig mit Putzen? Sieht so aus. Will wahrscheinlich jetzt was. Was will er jetzt? Er kann noch ein bisschen lesen hier. Wir gehen natürlich ans Funkgerät und werden mit ihr mal hier schön reparieren. Gleich beide auf einmal, also nacheinander natürlich, aber schon mal ihr den Auftrag erteilen. Die ist ganz schön müde, die Melissa. Oh, Polizeidienststelle. Und wir haben eine einzige. Schlagring braucht kein Mensch, braucht man noch nie. Nehmen. Wollte gerade sagen, nehmen wir auch nicht mit, aber wir haben ja noch den Platz. Nehmen wir es mit, vielleicht zum Handeln. Ist ja ein Quatsch. Haben wir nicht im Besitz, natürlich nicht. Verursacht geringen Schaden. Ein bisschen popelige Gewehrmunition. Naja, ich meine, es ist besser als nichts, Freunde. Das Glas ist halb voll, nicht halb leer. So sieht's aus. Blumenhändler. Oh, nee, Freunde. So, hier wird trainiert. Jawohl. Sie könnte sich nochmal hier umsehen, was wir so reparieren können. Die Dusche, Sandsack, Ofen. Der Ofen, echt krass. Eine Bank. Was gibt's denn so bei einer Bank? Geld haben wir noch nie gefunden. Kapazität des Wasserlagers erreicht. Die Frage ist, ob wir uns nochmal so einen Wassertank hinstellen. Ich meine, wir könnten es tun. Mittelgroßes Haus, okay. Was macht er jetzt hier? Steven, du Pfeife? Hat er sich jetzt gerade schlafen gelegt? Ich fasse es nicht. Ach ja, sie muss schlafen. Komm, geht's ja schlafen. Ohne Anzug bitte, da schwitzt man doch nur drin. Ja, das gibt's bei der Bank. Tod und Verderben. Hallo Raymond. Kennst du den Raymond bei uns? Der heißt auch Raymond. Hast du Lust zu handeln? Ich habe nur noch meine Waffen und tierische Kopfschmerzen. Kopfschmerzen kannst du behalten. Waffen würden wir nehmen, aber wenn du nicht willst, dann eben nicht. Ach Mist. Davonschleichen war keine Option. Wir müssen mitwirken. Oh fuck. Oh fuck. Wir wählen unseren Intelligenzbolzen Raymond aus. Ich habe gute Laune, also ist es ein guter Tag für dich. Geil. 10, 20. Ne, das machen wir schon mal. Zack, zack. Und das reicht. Naja. Obwohl, wir könnten davon noch eins mitnehmen. Juhu! Tipptopp. Funkgerät. Nee, Freunde, jetzt mal ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Objekt fertigen und zwar noch eine fette Tonne. Ja, ich bitte euch. So. Optimal. Oh, das sind schöne Sachen. Leder, Metall, Nylon, Holz, Wolle und Schalter, Klebeband, Brennstoff. Haben wir 5. Reicht. Das reicht. Mehr brauchen wir davon nicht. Wir können allerdings auch einen Verteiler hier lassen. Und lieber noch ein bisschen Brennstoff mitnehmen. Weil wir den auf jeden Fall verbrauchen, im Gegensatz zum Verteiler. So. Oh, reparieren. Freunde, hier mal weiter trainieren, bitte. Du kannst noch ein bisschen was lesen. Sie haut einen Wassertank hin. Jetzt ist zu spät. Der Regen ist vorbei. Na toll. Bank, siehst du, bei der Bank liegt so Zeug rum, was
Das ist so richtig Überraschung, ne? Könnten auch mal Autoteile sein. Habe ich so das Gefühl, dass das durchaus im Rahmen des Möglichen ist, dass man bei einer Bank auch mal Autoteile findet. Davon schleichen, bitte. So, der Ofen, den hatten wir repariert. So, wir können ja hier uns nochmal einen Überblick verschaffen. Wir können echt nicht scrollen, ne? Da stimmt noch was nicht. Ein Sandsack ist ein bisschen im Arsch. Das ist der hier, den kann er gleich mal reparieren. Die ist müde, macht nichts. Und die kleine Sarah kann weiter trainieren. Und die gute Virginia auch. Wie sieht's denn aus? Trauma ist weg, ne? Bei beiden. Jo, ganz ohne Valium ist es großartig. Trainieren, reparieren, reparieren und natürlich ans Funkgerät gehen und hier ein bisschen Eisenbahngeschäft untersuchen und durchsuchen. So, er kann noch mal ein bisschen was lesen. Hier wird weiter trainiert. Kleine Tankstelle. Jo, mal gucken. Melissa, was macht Melissa? Die kann auch... Die Farbe hat sich gerade wieder verschlechtert. Aber nach dem nächsten Laden, also Speicherstand laden, ist das wieder super. Oh, guckt mal. Nylon, Nägel. Tja, lieber Lebensmittel als Kalk oder nehmen wir mal ein bisschen Kalk und Sand mit. Ja, kommt Freude. Wir nehmen lieber Zement mit und lieber... Sollen das Messer hier? Das ist ja auch Quatsch. Totaler Quatsch. Lieber hier noch ein bisschen Werkzeug zum Handeln. Müssen wir nur gucken. Wir haben ein ums andere Mal auch dann Werkzeug wieder mit im Bunker genommen. Das war natürlich verschenkt. Das wird dann quasi weggeschmissen. Weil wir haben ja hier unsere Werkbank komplett aufgerüstet. Tankstelle. Oh ja, na, endlich mal wieder so eine ABC-Schutzmaske, die haben wir schon lange nicht mehr gefunden. Ist jetzt keine Katastrophe. Jetzt haben wir immerhin schon zwei mit dem Expeditionstrupp. Und wir können uns natürlich auch jederzeit welche bauen, weil wir da genug Sachen von haben. Ach komm, lassen wir mal einen Kalk hier oder was? Ach Mensch. Ja, wir haben Zement, aber... Gut, Melissa kann noch trainieren, bitte. Ja, ja, das ist hier ganz forciertes Training. Davonschleichen. Oh, hier. Jetzt muss aber mal geputzt werden auch wieder. Ich sehe hier doch wieder irgendwelche Haufen rumliegen. Schutzraum reinigen. Mittelgroßes Haus. Ja, das gucken wir uns an. Tja, Mensch, die Polizeidienststelle. Eine Gewehr... Munition, eine Gewehrpatrone. Aber es gibt ja noch ein paar auf der Karte. Was machen wir mit Roger mal vor lauter Schreck? Der könnte auch noch ein bisschen trainieren. Dann könnte der mal vielleicht beim nächsten Regen auf Expedition gehen. Mitwirken. Ich glaube auch, dass wir jetzt zwei Spitzentoiletten und zwei Spitzenduschen haben. Ist gar nicht so schlecht. Verbraucht, denke ich, doch deutlich weniger Wasser noch. Den nennst du ja ein Stück Dreck. Ja, ja, genau. Die Ärzte werden deinen Arsch für deinen Mund halten, weil sie da alle deine Zähne finden, Schätzchen. Schätzchen, den Spruch kennen wir schon. Oh, fliehen oder kämpfen? Ich glaube, mit Raymond haben wir nicht gute Chancen zu fliehen. Ich glaube, wir müssen kämpfen, Freunde. Fuck. David. David ist eigentlich ganz gut drauf. Jawoll, so muss das sein. Wenn kämpfen, dann so, Freunde. Alter Falter, die hat ja auch nicht alle Latten am Zaun. Es ist einfach so. Und die Musik dröhnt wieder in meinen Kopf. Ja, die hat ganz nette Sachen, aber jetzt... Buch und Spielzeug, 10 ist Maximum, ist echt so. Das Zeug nehmen wir noch mit. Kalk und Sand haben wir, glaube ich, schon mal zu... Gunsten von... Ach doch, hier Kalk können wir noch mitnehmen.
Ja, ob wir jetzt einen Verteiler zum Handeln haben oder ein Buch, ist egal. Verteiler ist, glaube ich, mehr wert. Dann starrt sich doch die... Trauma, guckt euch das an. Aber das... Raymond und David. Das liegt daran, weil der Finn halt platt ist, ne? Raymond und David. Freunde. Wir werden die zurückrufen. Ja. Das war jetzt so mein erster Impuls. Und die letzten Male, wenn ich nicht diesem Impuls gefolgt bin, dann war das nicht gut gewesen. Ist wirklich so. Wir rufen die zurück, deswegen lassen wir einen Verteiler hier. Davon haben wir ja schon einen. Oder wir lassen den Eimer hier. Ja, Autoteile. Autoteile haben es mir irgendwie angetan. Gut, Raymond holen wir jetzt zurück. Wir sehen, Moment hier, Karte ansehen. Und David und Raymond, die kommen jetzt zurück. Die müssen ein bisschen Valium schlucken oder schlafen oder so. Die müssen wir auf jeden Fall zurückholen. Leder geht auch nicht. Was haben wir denn hier für ein... So, zum Handeln. Ja, zum Handeln, zum Handeln, zum Handeln. Wasser brauchen wir nicht. Das lassen wir mal hier. So, nehmen wir uns stattdessen einen Transistor mit. Brauchen wir nämlich zum Verbessern. Dann können wir hier diesen Wasserfilter noch verbessern. Und die Samen brauchen wir auch nicht. Dann nehmen wir mal lieber einen Schutzschalter mit. Und das Leder nehmen wir mit. Oh, die Schaltplatte nicht unbedingt. Übertragung der Objekte abgeschlossen, jo, würde ich sagen. Tippitoppi, Freunde. Also ich glaube, wir haben aktuell eine ganz gute Kombination so gefunden, was Expeditionen angeht. Das funktioniert ganz gut. Ein Schuss, ein Treffer. Ich hoffe, das bleibt so. Ja, den Steven müssen wir noch ein bisschen upgraden, dass der hier mal zu einem... Ja, zu einem guten Finn-Ersatz wird. Zu einem ehrenwerten Finn-Ersatz. Da können wir noch ein bisschen dran arbeiten. Die muss unbedingt schlafen. Macht sie aber auch. Mittelgroßes Haus wird durchsucht und angeguckt, wird es in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi.